Du kannst aus dem Kampf zu Hilfe rufen oder unsere Kräfte nutzen, um deine eigenen zu verstärken. Beschwörst du mehrere von uns zur gleichen Zeit, werden sich unsere Kräfte vereinen. Was sagst du? Nimmst du mich mit? Klar! Ich bin ja so glücklich. Du kannst was, wirst das nicht bereuen, das verspreche ich. Echo der Venus Jin ist nun Isaacs Verbündeter. Isaacs Verbündeter. Yay! Echo der Venus Jin ist nun Isaacs Verbündeter, der überhaupt nicht bei uns ist und diesen Teil sogar unser Rivale ist. Gut Spiel! Soll ich dir noch eine schnelle Einführung geben, wie man uns Jins einsetzt? So, das mache ich jetzt einfach mal. Für alle Leute, die den ersten Spiel nicht gesehen haben. Nachdem du einen Jin in dein Team aufgenommen hast, kannst du ihn mit jemandem verbünden. Um deinen Jin jemand anderen zu geben, bewege ihn so. Boah, das dauert lang. Nachdem du entschieden hast, wer den Jin erhalten soll, kannst du ihn verbünden. Das Bündnis mit deinem Jin verändert deine Attribute, mitunter sogar deine Klasse. Ändert sich deine Klasse, können sich auch deine verfügbaren Synergien ändern. Jetzt zeige ich dir, wie du uns im Kampf einsetzen kannst. Jeder Jin verfügt über andere Kräfte. Sobald wir uns mit dir verbündet haben, kannst du uns im Kampf freisetzen und unsere Kräfte für dich nutzen. Lass mich dir eine Kostprobe meiner Macht geben, Felix. So, und damit beginnt auch, hören wir auch zum ersten Mal das echte Kampffilm von Felix. Dieses Kampffilm wird während der meisten Zeit dieses Let's Plays, spielen. Ja, das ist Felix Kampffilm, ich find's cool, aber ich mag Jennas lieber. Wenn der Wolf erscheint, Felix Team greift zuerst an. Ja, wähle dieses Kommando, um mich in den Kampf zu schicken. Echo, Angriff mit Doppel-Hieb. Das ist alles, was du tun musst, um einen verbündeten Jin freizusetzen. Cosmo schützt dich, Jen, also schützt dich. Felix entfesselt Echo. Hast du gesehen? Als du mich freigesetzt hast, habe ich mit meiner mächtigen Spezialattacke angegriffen. Nachdem wir freigesetzt worden sind, warten wir Jin darauf, beschworen zu werden. Beschwören? Jins im Standby-Modus verfügen über noch größere Kräfte. Venus. Auf Wilden Wolf, genau. So, und die Verteidigung. Cosmo schützt sich, Jenna schützt sich, Felix beschwert Venus. Wilder Wolf wurde besiegt. Siehst du, wir Jins sind doch wirklich nützlich, oder? Und noch etwas. Nachdem mein Jin beschworen wurde, braucht er einige Zeit, um sich wieder zu erholen. Sobald wir uns erholt haben, verbünden wir uns automatisch wieder mit dir und sind bereit zum Angriff. Von deinem Bündnis ausgehen wir in den Standby-Modus, dann erholen wir uns und anschließend verbünden wir uns wieder. Das ist die einfachste Methode, uns einzusetzen. Hast du das verstanden? Ja. So, das war's. Jetzt sind wir Freunde für immer. Ach ja, wenn du noch mehr über Jins erfahren möchtest, sieh dir das Hilfemenü an, okay? Ja, braucht man nicht. Gut, ich begleite dich jetzt. Nochmals vielen Dank. Bitte setze uns Jins mit Bedacht ein. Der Venus-Jin von Echo von Felix. So, wir verbinden sie gleich. So. Was ich jetzt gleich machen werde, ist die Items sortieren. Die Heilkräuter darf Cosmo behalten, die bekommt mich jetzt alle. So, geben an Cosmo alle drei. Gut, mit Tränenleuten und dem Jupiterstern. Alle muss Felix behalten. Schamanenstab, den nimmt Cosmo, weil der ist besser. Das ist gut. Wir gehen zuerst nach links.
weil es dort noch was zu holen gibt. Und zwar ein Kampf in deinem Pops. Echo, Angriff. Yay. Jetzt nehme ich rüber. Gab's hier nicht irgendwo einen Djinn? Nein, das war woanders, glaube ich. Wilderwolf erscheinen. Echo, Angriff. Echo, bam, bam. Tot. Cool. Verbinden. Irgendwas gab's hier. Ja, genau, diesen Tempel hier. Flattergigant. Okay. Du benutzt Echo auf den Pots. Du benutzt Flamme. Du benutzt Neverwind. So. Ach komm. Gut, genau. Erledigt. Achso. Da habe ich ihn nicht benutzt. Hier ist ein Tempel, der Tempel von Kandoria. Seid ihr gekommen, um Meister Poi zu sehen? Ja. Der Meister empfängt niemanden. Geht zurück und kehrt nie wieder zurück. Aha. Ich verstehe Meister Poi nicht. Wenn ich er wäre, würde ich mehr Besucher zulassen. Stattdessen muss ich eben jene Leute wieder fortschicken, die aus seinen Wehren wahren Nutzen ziehen könnten. Nachdem die Zeit der Meditation angebrochen ist, darf niemand das Tempelgelände betreten. Die Weisheit Meister Pois ist in sich aufzunehmen, erfordert absolute Konzentration. Ich habe so gehofft, Meister Pois sprechen zu hören, aber ich muss ja Wache schieben. Bäh, langweilig. So, was gibt's hier hinten? Nichts. Und hier gibt's jetzt mal meditierende Leute. Ich gehe mal links vorbei. Denn hier gibt es... Diese Wand sieht sehr verdächtig aus. Findest du das nicht auch, Felix? Neverwind. Genau. Das ist nun, was wir mit der Wand tun müssen. Das Laub wegfegen. Ausgezeichnete Arbeit, Felix. Halte stets nach verdächtigen aussehenden Bereichen Ausschau. Ja. Jetzt sind wir in einer Höhle. Mit Wasser. Und können hier den Brunnen hochklettern. Yay. Hallo. Ich hoffe, dass ich eines Tages den Tempel betreten darf. Ich möchte von Meister Poi persönlich unterrichtet werden. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass sich die älteren Mönche nur Kraft ihrer Gedanken und die Schwerkraft überwinden können. Wenn ich hart genug arbeite, dann kann ich es vielleicht auch schaffen. Vielleicht. Bitte stört nicht meine Konzentration. Ich bin leichter als Luft. Ich schwebe, erhebe mich. Mein Geist ist frei. Mein Körper ist leicht. Jetzt schwebe. Okay. Ich meditiere nicht nur, ich bewache auch den Eingang. Das ist eine wichtige Aufgabe. Aber eines Tages wird man es mir gestatten, den Tempel zu betreten. Lehre den Geist, um den Körper leicht zu machen. Ich faste schon seit Tagen. Ich muss doch endlich leicht genug sein. Tja, scheinbar hast du deine Aufgabe, den Tempel zu bewachen, den Eingang, nicht geschafft, denn ich komme trotzdem rein. Du da! Fokussiere deine Gedanken! Und da schwebt er nach oben. Rums. Habt ihr das gesehen, Meister? Nein! Dir fehlt jetzt noch an Disziplin. Jetzt du! Wie war das, Meister? Schon besser. Etwas. Setze deine Meditationen fort. Du bist dran. Meister, habe ich es geschafft? Nicht übel. Du hast die Chance, Erfolg zu haben. Ich kann es schaffen, Meister. Bitte lass es mich versuchen. In deinen Fähigkeiten fehlt es noch am Feinschliff. Es könnte gefährlich werden. Möchtest du es dennoch eintreten? Ja, ich will.
Wenn du versagst, verlierst du vielleicht mehr als nur deinen Stolz. Ich fürchte den Tod nicht, Meister. Oho, ist das so? Nun gut, dann ist es an der Zeit für deine Prüfung, mein Sohn. Betritt die Höhle und finde deinen Weg nach oben. So, das machen wir jetzt wahrscheinlich auch. Leere den Geist, leere den Körper, indem ich meine Gedanken reinige, steige ich auf. Ach, das war so knapp. Ich kann nicht glauben, dass ich versagt habe. Grrr, ich bin so von Frust erfüllt, dass ich meine Gedanken nicht klären kann. Er geht vor mir hinein. Was für ein Unsinn. Moment, ich glaube, ich sollte ihn unterstützen und auf seinen Erfolg hoffen. Diesen Verlierer werde ich auf keinen Fall anfeuern. Buh, buh, bestehe den Test nicht, dann bekomme ich auch meine große Chance. Tja, dann gehen wir hier auch mal rein. Wo geht's da noch schnell lang? Ah, da gibt's eine Kiste. Die Kiste da, die schaut schon mal an. Kiste. Mimik, okay, das war klar. Echo, Duns und Dimlet. So, 16 Schaden. Duns, 71 Schaden. Echo, 29 Schaden. So, Enus, Duns und jetzt kann man mal normal an. Mal schauen, ob was mehr Schaden macht. Okay, das Mal macht eine Zimmer, die noch mehr Schaden. Und das Mimik ist tot. Das Mimik ist tot, ja. Spieltickets bekommt Jenna. Die wird jetzt unser Spiel.